So, ja, weiter geht's mit dem Abstieg zur Gewalt. Und glaube ich nur noch, lass mich kurz überlegen, 2 bis 3 maximalen Abschnitten, die wir noch haben werden. Ich glaube nämlich, dass der letzte Abschnitt eigentlich nur der Endboss-Fight ist. Und dazwischen haben wir ein, glaube mich recht zu erinnern, so eine Art zusätzliche Arena. Kann man das so nennen? Ja, ich muss mal ganz kurz gucken. Kann sein, dass ich mit der Fernbedienung ein bisschen leiser machen muss. Oh ne, 4. Ja, so ist okay. Oh. Das sieht schon sehr viel interessanter hier aus. Gewalt. Was haben wir denn, wenn wir hier zu Ende gehen? Ah! Dann haben wir den ersten Gewaltmann. Ui, Jesus. So. Für die Römer war ich meine Diener Attila! Ja, und Attila, der Schlichtweise Hundenkönig. Ja, die nicht Geißel der Menschen, der überliefert. gefürchtete Hundenkönig, ist mit jener gefangen. Sie wünschen, ihre Seelen würden bereits im Blut der Menschen Ich baden. bin. So, Attila kenne ich wohl. Attila, der Hundenkönig, sollte vielleicht jemand so den Begriff sein. Vom Namen her schon, was er gemacht hat, nicht, aber er war halt der Hunnenkönig, wie man aus dem Namen nehmen kann. Und ja, des Weiteren kann ich leider da nicht sagen, weil, wie gesagt, ich den Namen zwar wohl so kennen, mal gehört habe, aber ich glaube, in Geschichte oder irgendwie sowas hatten wir den jetzt nicht durchgenommen, wäre mir neu, also wir bei uns den irgendwo in Geschichte hatten. Ist zu früh, zu früh, zu spät. Zu spät, zu früh. Ah, komm bitte, 31, mindestens sowas noch. Genau. Ich bete dich an, Allmächtiger. Dein Reich kommt. So. Jetzt nur noch der hier auch noch. Damit wir unser neues Relikt bekommen. Schuh des Azesos. Boah, was macht das denn? So, 4000 Seelen haben wir. Aber, sinkt Dantes Gesundheit auf einen bestimmten Wert, kann er göttlichen Beistand anbitten, der seinen Gegner betäubt und ihn selbst heilt. Und Dantes Gegner können leichte Angriffe mit seiner Sense nicht mehr ausweichen. Ist auch nicht schlecht. Schanze einen kritischen Treffer, genau. Aber das sind unheilige. Also das eine ist zumindest ein unheiliges Artefakt, das ist natürlich ein bisschen schwerer. Der sieht aber sehr lebendig aus mit seinem Auge da. Boah, Glück gehabt, ey. Ich hasse das immer so, wenn das, ne? Also diese Sachen sind schon, sagen wir mal, nicht mir sehr gewohnt. Aha. Soll das denn jetzt sein hier eigentlich? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Was hat das eigentlich mit sich an Hut? Müssen wir das einfach öfters machen? Weil da seine Axt langsam mal kaputt, kaputt, kaputter geht. Kann sein. Dann warten wir nochmal. Max, komm, komm. Das ist sehr interessant. Was bringt das eigentlich, dass wir das hier zurückziehen können? Weil wir werden es nie im Leben schaffen hier hoch. Ah. So war das einfach gedacht, weil wir da nicht hinkommen. So. Können wir uns da festhalten.
Ja, komm noch einmal. Auch wenn das, man sieht, wann man da dran gehen kann, wenn der Ball so groß wird. Heißt das, dass wir den erreichen können? Ne, hier ist nichts. Ein Fluss oder See aus Blut. Gut, da passt natürlich der Zorn. Na, Sonne, deshalb musst du jetzt gerade rauskommen. Der Fliegeton. Fluss des kochenden Blutes. Kochenden Blutes. So. Das wird wieder interessant. Also nicht reinfallen, sonst sind wir tot. Gewalt fügt Tod und Wunden zu deines nächsten Blut. In diesem Ring jene Seelen greinen, die plündernd und mordend kein Leben bewahren. Was ist ihre Bestrafung? In dieses Flusses wogende Flut, Tyrannen schworen in kochendem Blut. Okay. Das ist ja schon mal eine Aussage, ne? Kochendes Blut. Sagt man ja immer, wenn man so. Kochendes Blut ist sowas wie so eine Berserker-Haltung in der Richtung, oder? Ein Berserker. So, jetzt werden wir bestimmt wieder neuen Gegnern. Ja. So welchen Typen, die jetzt auch fliegen. Erzdämonen würde ich schon fast vermuten. Da, die fangen danach irgendwann mal an zu fliegen. So, komm her. Bam! So. Ich hatte jetzt keine Flügelchen mehr. Und er zwei erlösen. Gut, der einfache. Da unten sieht man schon, wir haben so eine zweite Leiste jetzt, womit wir unsere Wut sozusagen aufstauen können. Okay, gut, wollte schon sagen, können wir hier klettern? Speed. Feuer. Wollte schon sagen, wir müssen doch irgendwo hier weiterkommen. Okay, gut. Aber wir wissen, dass hinter uns auch noch einer ist. Aber kein Problem. Entweder müssen wir uns zwischen den beiden so herumschwingen. Oder wir springen. Oder wir haben unsere, wie heißt sie nochmal, unsere Heilfertigkeit. Ja, das können wir bestimmt auch noch hin. So, mal aktivieren hier. Momento. Wusste ich doch. Bestimmt ist hier irgendwo was versteckt. Silberling bitte? Yes. Okay. Was ist hier? Okay. Dann müssen wir hier warten, bis der hoch genug ist. Schnell rüberspringen. Schnell weiterspringen. Und hier warten, bis der hoch genug ist. Mist. Gestorben. Kein Hoffen stärken, bla 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 bla. Ich hoffe nicht kämpfen. Okay. Jetzt frage ich mich. Ist bei dem anderen auch sowas gewesen? Wir können aber nicht mehr zurück. Aber können wir hier vielleicht runter? Ich gehe mal davon aus, dass sie hier jetzt nur die Seine versteckte ist. Na komm. Komm hier, kletter runter an der Wand.
Weil ein Silberling versteckt sich ja schon mal nicht, ne? So. Hoppa. 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 Okay, Glück gehabt. Was ist das für ein Ort? Kehr um. Als dein Freund Dante, sag ich dir, du bist noch nicht bereit. Das sind die, die Selbstmord begangen haben, oder? Ich bin sehr gespannt auf alles, was du mir zu bieten hast. Aha, guck mal an, da haben wir doch noch was. Hey, noch eine Münze. Wow, die werfen jetzt aber langsam immer mit den Münzen hier rum. Aber können wir auch hier hoch drauf? Bringt uns das was? Wahrscheinlich. Nur sehr interessant. Da, Selbstmordwald. Genau, das sind die, die Selbstmord begehen. Mensch, die durch eigene Hand aus ihrem Leben scheiden, sind verdammt in vergeblicher Reue bis zum Ende der Zeit hier zu leiden. Was liegt vor mir? Pass gut auf und du wirst Dinge sehen, dass an meinen Worten du zweifelst. Genau, jetzt ist hier der, also wir sind sozusagen in die Gewalt abgestiegen und es gibt ja sozusagen mehrere Gewaltteile eigentlich schon. Und hier sind halt die, die Gewalt gegen sich selber ausgeübt haben. Okay. Hört das auch irgendwann mal auf? Ah, okay. Wir müssen so welche Dinger dann zerstören, genau. Kämpfe werden nur jetzt hier interessant, wenn wir Kämpfe haben. Okay, hier weiß ich ja. So, das hast du davon. Hm. Wo führt der Arm hin? Na, hier auf die andere Seite. Okay, gut, da können wir irgendwie nichts machen. Das heißt, vielleicht müssen wir kurz irgendwo weitergehen und dann hier wieder zurückkommen. Uppa! Genau das, was ich eigentlich nicht haben wollte. Ja, und die schweben auch so hoch, dass man die natürlich nicht erwischen kann. Ja gut, der ist dann auch immun gegen den Hochschlagen, den wir können. Uppala! Uiuiuiui! Ah, okay. Kommt der da rum. Immerhin. Da oben war anscheinend so ein Dampfwirbel. Au. So. Dann mache ich das lieber von hier unten aus. Obwohl ich die schon gerne in der Luft immer erwische, damit ich die, glaube, ich weiß nicht, ob ich die immer anziehen darf. Bitte seid alle tot. So, das war das hier, Alter. Ja, und dann hört man... Cool. So, so hätte man die oben besiegen können. Aber jetzt einfach nicht dran gedacht, weil ich das nicht so gesehen habe. Hier außen rumrennen. Hier mal zur Speicherstatue kommen.
Da müssen wir die Möglichkeit haben. Man hat eine Speicherstatue gesehen. Wir müssen aber irgendwo diesen Baum da kaputt machen. Damit wir vielleicht an den einen Ort kommen, wo vielleicht noch eine Seele verdammt ist. Ich besitze die Schlüssel zu Pierre de Levinien, der Kanzler des römischen deutschen Kaiser Friedrich II. Versäumte es, die Ehre seines Herrn zu verteidigen. Nach seiner Entmachtung nahm er sich im Kerker das Leben. Oh! Wow, mal was hier so. Ja. Interessantes Deutsches hier so, das kennt man ja sonst gar nicht. Außerdem finde ich das sehr interessant, weil ich glaube, der Kreuzritterzug war doch bestimmt vor. War das vor oder nach dem Kaiserreich? Gut, bestimmt gab es mehrere. Aber ich weiß jetzt nicht, zu welchem Zeitraum irgendwas da gespielt hat. Das wäre so das Interessantere gewesen. Aber muss es ja sein, weil ich glaube, das Buch wurde ja geschrieben. Also wurde sehr lange vorher geschrieben. Vielleicht im 7. Jahrhundert oder sowas. Also denke ich mir, dass da schon irgendwie sowas war, weil sonst wäre das ein bisschen uninteressant. Also nicht ein bisschen uninteressant, irgendwie komisch hier eingebaut. Dann kann sein, dass sie nur das vom Spiel gemacht haben. So, ja, wir brauchen irgendwelche, die man so reinigen kann. Aber wenn man jetzt Dante zum Beispiel sagen würde, ja, er war des deutschen Königreichs oder sowas. Oh shit, jetzt können wir hier nicht mehr hoch. Bist du wirklich bereit für das, was nächstes kommt? Hier haben wir irgendwas zum Rausziehen. Okay. Ah, okay, hier haben wir die Statue. Hier muss also irgendwo was sein. Gut, heißt. Und das Ding. Hier rüberschieben. Hochspringen. Das eine Ding kaputt machen. So, hoch und eins, zwei. Oder. Oh, also, ich sehe schon, wie wir das machen müssen. Hoppa. So, und dann haben wir jetzt das Dingelchen, was wir kaputt machen müssen. So. Dann speichern wir jetzt einmal. Dann müssen wir einmal zurückgehen, den ganzen Weg, den wir gekommen sind. Müssen aber natürlich auch dieses kleine Dingelchen hier mitnehmen. Auf die andere Seite wieder. Weil wir ja da auch rutschen. Wir müssen dann da sozusagen hoch. Um dann einmal außen herum zu rennen. Und dann da weiter zu kommen. Wo bist du, glitschige Sache? Hey, wo ist das? Noch weiter hier rechts? Wie kommt man gar komplett nicht mehr hin, oder was? Hm. Na gut, vielleicht muss man da hinten irgendwo durchgehen, ich weiß es nicht. Ah, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt sagte ich endlich mal wieder, oh cool, jetzt haben die wieder ein gutes Rätsel gemacht, womit man da wieder ein bisschen was nachdenken muss. Oder man hat endlich mal was versteckt und dann machen die das bestimmt so, ja, irgendwann mal kannst du da eh umdrehen. Oder es ist eigentlich der richtige Weg, dass man da entlang muss. Aber man muss ja halt zuerst mal hier das machen, so in der Richtung, ne? Jetzt haben wir den zum Beispiel kaputt gemacht und können dann hier irgendwo, ja, runterfallen, um weiterzukommen. Ach, ich hasse das. Kämpfen? Dante, mein Sohn. Wie? Wo? Oh. Ich glaube, wir müssen das hier zerstören. Baum des Verderbens. Und AE-Attacke. Ach, ich liebe so Area-Effekt-Attacken, die so viele rum. Mein Gott. Wie viele Sichelangriffe man eigentlich braucht, um irgendwie nur so einen billigen Pimp hier zu killen. Oder weißt du was? Ich wollte sagen, wenn du jetzt lebst, dann packe ich mich. Dann packe ich eigentlich dich einfach. Wieder hoch. Gerade jetzt wird das wieder interessant, ne? Wir können uns die eigentlich mal packen.
und immer alle lösen. Aber das Problem ist, dass man die dann immer, wenn man die erlöst, immer so mit dem, so mit diesem Blitzgewitter hier. Hui. Da. Das ist nämlich. Oh, nein! Genau, wenn wir damit getroffen werden, müssen wir dann nämlich uns. Genau. Wir müssen die ganze Zeit den Kreisknopf drücken, weil wir wollen dann immer Selbstmord begehen. Jeder, der da von diesem Ding getroffen wird, will Selbstmord begehen. Deshalb dürfen wir da. Sollten wir das eigentlich versuchen, dann nicht jetzt reinzukommen. Aber man sieht, von unserer Heiligkeit sind wir doch eigentlich sehr nah dabei, das jetzt auch zu. Oh, ach so, das ist harter Harz oder irgendwie sowas. Na, schade. Oh, Harz fällt da runter. So. Super. Oh nein. Ich will kein Selbstmord begehen. Hau ab. Oh, ab, 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 ab. Wieso bin ich tot? Ich habe eigentlich Leben gehabt. Und von was wurde ich da eigentlich getroffen, dass ich das begehe? Weil ich meine. Sollte eigentlich da sicher gewesen sein. Na, dieser komische Harz da oder was das auch immer ist. Wenn die komischen Dinger da fallen lassen. Vielleicht darf er auch nicht auf mich fallen, dieser Harz. So, jetzt kommt das Bäumchen wieder runter, oder? Na, noch nicht. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir von nichts hier getroffen werden. Ich möchte keinen Selbstmord begehen hier. Immer auf die aufpassen, wenn die hier oben sind. Okay, das nur da hinten. Okay, jetzt fängt das hier auf. Gut, das haben wir dann schon mal auch erledigt gehabt. Immerhin haben wir es diesmal geschafft, uns da wieder setzen. Lösen. Okay, das ist der lösen. Komm her, komm her, komm, 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 komm her. Ah. So. So, lösen. Kommst du wieder runter? Gut. Wir müssen nämlich gucken, wo er nämlich anfängt wieder hier zu speien. Gut, da. Warum brichst du mich? Kennst du kein Erbarmen? Mutter. Nein. Löst sich die Seele aus dem Bunde mit ihrem Leib zur Gänze. Von Minos verdammt in den siebten Schlunde. Dort sprießt aus ihr ein Setzling, gleichsam ein Baum mit körperlosem Schmerz. Deshalb darf keine Seele je besitzen, was einst sie selbst genommen hat. Aber das ist ganz unmöglich. Ich verstehe das nicht. Sie ist tot. Ihr Herz war dem Fieber nicht gewachsen. Sie war zu schwach. Ach so, der Vater gesagt. Ich verachtete deines Vaters Grausamkeit.
Doch ich war zu schwach, ihm zu trotzen. Und so entleibte ich mich. Und du bist von seiner Art. Vergib mir bitte. Ich habe versagt. Mir fehlte stets der Mut, dich zu beschützen. Kannst du mir vergeben? Ich hätte... Mutter, warum musste ich alles verlieren? Manche Männer ändern sich. Andere werden die Männer, die sie früher einmal waren. Oder gerne wären. Beatrice war mein Ein und Alles. Warum nur verriet ich sie? Es ist zu spät für uns, Sohn. Aber ihr bleibt noch Zeit. Erlöse mich. Meine Seele gehört dir. Du musst Beatrice retten. Sie ist unschuldig. So, Magie. Du hast einen neuen Zauber gefunden. Selbstmordspruch. Bitte bearbeite sie im Magie-Modus. Könnten wir jetzt machen, vielleicht... Da, Dante schleudert eine verrottete Frucht einer Selbstmordbaumes zu Boden, um Gegner in der Nähe zu betäuben. Ja, für den Notfall. Aber ich glaube... Genau. So, und dann sind sie halt betäubt, aber... Naja. Es ist jetzt, sagen wir nur, was für ein Notfall. Also ich brauche das jetzt eigentlich nicht so zu machen. Macht aber ganz gut Schaden eigentlich. So, können wir jetzt nochmal eine Frucht werfen da. Ich glaube, die zählt natürlich, also ich glaube nicht, ich weiß eigentlich, dass sie auch hier, wie heißt sie nochmal? Zu unheilig Magie zählen. Es macht ja auch keinen Sinn, dass jemand, der irgendwas Selbstmord begeht, irgendwas mit heilig Magie zu tun hat. Na schade, ich wollte den eigentlich abblocken. So, genau, das wollte ich machen, damit ich hier endlich mal ein bisschen raus kann. Wow, hart. Ich würde mal gerne hier ein paar sick Kombos machen. Oh. Okay. Weil man sieht, vielleicht wenn wir Glück haben, die hier besiegen mit dem Heilig und noch vielleicht einige, vielleicht noch einer von den gefangenen Seelen kommt, für die wir noch heilig machen. Kann sein, dass wir eigentlich die Heiligkeitsstufe dann komplett ausgeweitet haben, bis zum Ende. So. Wir sind natürlich noch nicht mit dem Abschnitt fertig, in dem wir uns hier befinden, mit dem Zorn. Das war jetzt nur eine kleine Exkursion in dem Selbstmordwald. Und jetzt geht's natürlich weiter, durch die Wüste. Gewalt auch gegen Gott sich wendet, wenn das Herz ihn verleugnet und seine Güte schändet. Ja, damit werden, glaube ich, die Kreuzkriege gemeint. Gottes Rache ist fürchterlich, nicht wahr? Die sieben Könige, die gen Theben zogen, fanden den Tod in fernem Land. Sieh nun zu, dass an den Bäumen du bleibst und meide den fallenden Sand. Okay. Da, abscheulicher Sand. Haben wir natürlich jetzt dank Virgil einen guten Tipp bekommen. Wir müssen uns von diesem fallenden Sand halt fernhalten und immer in der Nähe von den Bäumen bleiben. So, da hinten sehen wir etwas, was uns vielleicht ein bisschen bekannt vorkommt. Und tschüss. Und tschüss. Und see ya. Weil das ist sozusagen das heilige Land. Also wegen dem Sand hier. So. Ah, guck mal an, wen wir da oben hier haben. Wen haben wir dich? Wer bist du? Ich hätte ihn.